Ist ja ein relativ großes Iglo. Die anderen würde ich halt jetzt wesentlich kleiner halten. Ich würde eins, glaube ich, gerne hier hinbauen. Da habe ich auch schon so eine kleine Variation-Idee. Also wenn man von Variation reden kann, ich habe keine Ahnung. Ja doch, dann machen wir das wie folgt. Wir gehen kurz zur Dingens, zur Werkbank, holen uns hier nochmal ein paar Schneeschichten. Dann nutzen wir die Schneeschichten als eine Art Treppe. Und mit der Treppe ist es dann eigentlich nett. Nennen wir es nett. So, weiter. Dann muss ich hier nochmal ein bisschen... Obwohl, wenn ich jetzt hier weitergehe, ist schlecht. Doch, wir haben die ja schon da unten drin. Muss ich jetzt mal gucken. So, so. Was? Nein? So. Normalerweise müsste man das hier wirklich so in etwa machen. Hauptsache ist, man kann hier vernünftig hoch und runter. Dann machen wir hier zum Beispiel einfach einen Schneeblock. Und hier ringsherum startet dann schon der Eingang fürs Iglo. Sollte ich vielleicht auch ins Inventar holen, damit das auch funktioniert. Und dann macht man halt einfach hier so. Das ist schon zu viel, verdammt. Das reicht ja dann eigentlich, wenn ich das dann nicht so mache, verdammt. So. Verdammt. Verdammt ich. So. Solange ich hier rauskomme, ist das okay. Komme ich auch rein? Ich komme auch rein. Muss man sich hier ein bisschen den Kopf anstoßen, das ist aber okay. Ist mal genehmigt. So, dann macht man hier zack und zack. Geht hier so ein bisschen in die Tiefe. Es wird jetzt kein mega großes Iglo, sondern vielmehr so ein relativ kleines. Ne, muss ja auch nicht alles immer mega übertrieben groß sein. So wie sonst immer. Dient ja eigentlich mehr der Veranschaulichung. Ich mache das jetzt mal damit natürlich. So. Ne, ist halt so ein tiefgelegenes Iglo. Kann man auch mal machen. Tiefgaragen-Iglo. Na, sowas hier, die bekommen jetzt keine Mega-Ausstattung. Ich meine, das sind Iglos. Das sind Eskimos. Die haben jetzt kein mega tolles Internet. Wobei heutzutage vielleicht schon, aber sonst sind die jetzt eigentlich nicht so das Beste ausgerüstet, denke ich mal. Hier die Wände kommen natürlich jetzt auch nochmal aus Eis, weil Eis wärmt ja immer sehr gut. Dann kommt die Erde da irgendwo hin. Die normale Spitzhacke brauche ich, glaube ich, erstmal nicht so. Wenn doch, dann Zellavi. Kommt das dahin? Kommt das dahin? Kommt das dahin? So. Und hier einfach mal alles raus. Zack, 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 zack. Und schon ist das Eis weg. Fürs Erste. So, hier erstmal ein bisschen Schnee. Hier kann man halt wieder auch so ein Bett reinzimmern. Oder irgendwo eine Fackel hinhängen. Oder hier tatsächlich auch so ein Fensterchen machen. Passt das hier? Ja, hast du viel Ausblick. Das ist toll. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hier so ein Fensterchen machen kann, aber es macht sich hier so insgesamt so ein bisschen. Ja, das ist genau das Verkehrte. Verdammt. So, das wollte ich eigentlich, damit man hier die Schichten wieder hat. Ja, und da hast du da auch so ein Mini-Iglo mit, keine Ahnung, brauchst du hier ein Tischchen, Bettchen und all sowas. Da müssten wir halt dann erstmal die Schafe finden. Hier hinten würde ich gerne zumachen. Ja, machen wir zu. So, auf halbwegs natürliche Art und Weise. Sofern man es in Minecraft natürlich gestalten kann. Hier ist dann gleich die Schneeschicht drauf, das ist sehr schön. Kommt mir sehr gelegen. So, wenn man da jetzt noch überall Schnee drauf legt, dann ist das, glaube ich, okay.
Hoffe ich, bilde ich mir ein. War einfach mal zweite Schicht, ich weiß nicht warum. Ist halt so. Wahrscheinlich muss das hier ähnlich wie beim Gras dann erstmal so zugeschneit werden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber so sieht das jetzt im Moment eher so ein bisschen komisch aus. Gut, machen wir hier wieder weg. Machen wir so. Okay. Nee, Blume. Wir brauchen schon Blumen hier. Blumen werden überbewertet. Und dann machen wir es hier natürlich auch nochmal, dass wir hier dann mal Schneeblöcke hier reinzimmern. Damit man hier dann den Weg hat und sowas. Also ein paar Gedanken habe ich mir halt schon dazu gemacht, wie man es halt dann so machen kann. So, ein paar Iglus bauen wir hier dann noch hin. Vielleicht. Ja, da muss ich jetzt mir nur sowieso hier noch ein paar von den Eiszapfendingern holen. Sonst kommen wir nicht weit. So, habe ich denn noch irgendwas, worüber ich reden kann? Ich habe keine Ahnung. Ich kann natürlich jetzt auch eine Behausung in so einen Eiszapfen reinmachen. Das machen wir dann vielleicht irgendwann mal. Wie gesagt, ich würde halt... Ja, wir machen. Ja, wir machen. Machen wir. Gar kein Problem. Außer das lässt das Iglo schmelzen. Ich habe mir nämlich jetzt gerade überlegt, wegen Netherportal. So ein Netherportal machen wir mitten in so ein Iglo rein. Aber halt, das ist auch wieder so ein tiefer gehendes Iglo. Halt nur dann wirklich, wirklich viel, viel tiefer gehendes Iglo. Ich weiß auch schon, welches Iglo das wird oder wo ich das genau hinmache. Und dann bauen wir dann da so als Tunnelende sozusagen das Portal hin. Ich glaube, das ist okay. Das kann man, glaube ich, machen. Wenn man möchte. Ich meine, wir haben sowieso noch kein Obsidian dabei. Wir haben auch noch kein Feuerzeug. Wir haben gar nichts. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nur jetzt erstmal alles abholzen. Das wird jetzt hier wieder eine Zeit lang dauern. Aber ja, die Zeit haben wir ja. Die habt ihr ja mitgebracht. Und dann mal gucken. Irgendwas wollte ich nochmal ansprechen. Ich hab's aber wieder vergessen. Meinst du, spieletechnisch passiert dieses Jahr nicht wirklich viel, also zumindest bisher. Der Westers hatte mich neulich gefragt, auf welche Spiele ich mich denn so dieses Jahr tatsächlich freue. Und es sind vergleichsweise wenig. Ja, also sonst so war es die letzten Jahre vor allem halt immer so, dass halt diverse Spiele rausgekommen sind, wo ich sage, jo, ne, da freue ich mich mega drauf. Ich meine, einige Spiele natürlich, ne? Es kommt da halt sowas raus wie Street Fighter, natürlich freue ich mich da drauf, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwie so innerlichen Hype habe, beziehungsweise ich bin ja eigentlich sowieso nicht so ein Hype-Mensch, der ich von irgend so einem Hype-Train mitreißen lässt. Aber so das eine oder Spiel kommt halt dann doch raus, ne? Wie zum Beispiel No Man's Sky und Horizon Zero Dawn. Das sind so Spiele, auf die ich sehr gespannt bin. Aber sonst, natürlich kommen halt viele Spiele raus, wo ich sage, ja, kaufe ich, aber halt jetzt, na gut, WoW Legion kommt ja dann auch dieses Jahr voraussichtlich. Ist auch sowas, wo ich mich dann drauf freue, wo ich dann wieder suchten werde und sowas. Ganz klar. Aber es ist, weiß nicht. Ich denke mal, dass viel an Indie-Spielen halt dieses Jahr auch rauskommen wird, wo ich mich viel drüber freuen werde. Ich denke mal, dass viele Spiele dieses Jahr rauskommen werden, die halt ausschließlich für Oculus sind oder sowas, oder halt wirklich nur Sinn machen für die Oculus und oder für VR oder wie auch immer, für irgendwelche Virtual Reality Brillen. Da die Preise jetzt auch von den Virtual Reality Brillen so abnormal hoch sind, denke ich mal, das wird mehr oder weniger ein Flop. Und kaum jemand wird sich wirklich so ein Ding kaufen. Und Spiele, die halt dafür konzipiert werden, sind halt wirklich nur sinnvoll, wenn man halt auch so eine Brille hat. Und das macht das Ganze halt wieder sehr kompliziert und einige Spiele sind für mich dann wirklich sehr aus der Reichweite, weil ich habe jetzt nicht vor, was war das, 700 Euro oder sowas für die Oculus zu bezahlen. Die stecke ich dann eher in andere Hardware für weitere Let's Play-Projekte.
zumal ein Let's Play aufzunehmen mit der Oculus ist ja auch wieder so eine andere Geschichte. Weil, naja, so als Videokonsument hat man dann quasi zweimal hier so das Stereo-Bild. Und, naja, kannst du es doch noch mit der Oculus spielen und für den Zuschauer sieht es einfach nur dämlich aus. Ist so. Aber ja, abwarten und Kakao trinken. So, wie viele Dinge haben wir denn jetzt? Och ja, da kann man jetzt schon wieder ein bisschen was mitmachen. Freut ihr euch denn dieses Jahr auf irgendwelche speziellen Spiele oder sagt ihr dann, ja, mal gucken, was rauskommt oder so, ach, ich habe noch so viel zu zocken oder? Das würde mich ja mal interessieren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. So, wie machen das? Wie mache ich das am intelligentesten? Mache ich da tatsächlich einen Zweiereingang? Kann man ja mal machen. Mache ich das hier? Nein, so. Kommt das hier wieder weg? Dann machen wir tatsächlich etwas, das geht jetzt hier so ein bisschen tiefer hinein. Also ein bisschen. Ja doch, 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 ja, ist okay. Machen wir hier, machen wir da. So. Dann wird das hier nämlich das Iglo, wo dann ja, am Ende dann das Enderportal steht. Bauen wir hier so ein bisschen so in den Berg hinein. Mit so ein bisschen rund drumherum und sowas. Soweit es denn hier geht. Und dann mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Wird aber jetzt auch schon wieder so ein Riesending. Obwohl, man könnte jetzt hier einfach... Sag immer einfach, obwohl es gar nicht einfach ist. Naja, was soll's. Machen wir das da weg. So. Mal gucken, wie ich jetzt hier nach innen gehe. Ich will das jetzt nicht so pyramidenartig haben wie da. Ich bin halt immer sehr scheiße im Rundbauen. Ja immer meine Probleme mit. Gerade wenn ich etwas kugelrund einigermaßen bauen möchte, dann habe ich da ja noch mehr Probleme mit. Und ja, weil das jetzt hier bei dem Ding eigentlich unnötig ist, weil hier geht es dann halt einfach schräg in die Tiefe. So mehr oder weniger. Die Wände werden da von innen so ein bisschen mit Eis und Schnee ausgebaut. Vielleicht mehr mit Schnee oder mehr mit Eis, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich mehr mit Schnee. Ja, und unten steht da halt dann irgendwann das Dingens mit der Dungens. So. Dann machen wir das einfach mal hier. Machen wir weiter da. Vieles ist hier halt wirklich dann so Ausprobiererei. Mal gucken, was da rumkommt. Und am Ende wird sowieso beschissen. Oder so, ich weiß nicht. Ja, super, jetzt habe ich es mit Axt gemacht. Ich habe eigentlich zwei gedrückt, glaube ich. Ja, wahrscheinlich nicht, aber eigentlich wollte ich. Na, egal. So. Machen wir das. Packen wir da einen hin, glaube ich. Nee, das macht keinen Sinn, verdammt. Ja, rundbauen. Rundbauen ist für mich eine kleine Qual. Eine kleine große Qual. Man könnte aber das tatsächlich halt wieder so angehen wie da drüben. Jetzt wird aber das Iglo tatsächlich noch größer als das andere. Was jetzt eigentlich nicht so unbedingt gewollt war. Ah, naja. So kommt halt das eine zum andere und eigentlich zu gar nichts. Wenn ihr noch Ideen habt für das Iglo-Dorf, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Mal sehen, ob ich das bis zur nächsten Folge dann drauf eingehen kann. Aber eigentlich sollte das noch ein breites Möglichen sein. Also, nichts bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. So, wir haben uns dann auf jeden Fall hier verbaut. Glaube ich. Ne, da haben wir zwei.
Ja, haben wir uns sowas von verbaut. Und das da weg. Und das da weg. Und das da weg. Und das da weg. So, weil wenn überhaupt. Kommt das da weg. Muss das ja hier ums Eck. Und hier dann. Damit es, wenn schon denn, schon symmetrisch ist. Wenn nicht bloß irgendwas sind, dann symmetrisch.